dass das da oben hält. So, ja. Willkommen zu einem CapU Farm Vlog, würde ich sagen. Wir sind heute im Lohn unterwegs, im Nachbarort, beim Joos. Joos kommt aus den Niederlanden, hat vor 4 Jahren hier einen Betrieb gekauft und ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ja, und er hat die letzten Jahre Siloballen gemacht. Und weil ihm das so viel Arbeit war und die Qualität so unterschiedlich ist von Ballen zu Ballen, will er jetzt wieder Ladewagen fahren. Und der Dennis und ich sind hier am Fahren und Dominik macht den Silohaufen. Da fahren wir jetzt auch gleich hin. Ja, und ich dachte, wir machen einfach mal wieder CapView. Wie früher, vor 10 Jahren, fast mittlerweile, als das mit den CapViews in Mode kam. Und ja, habe ich mir die Kamera mal wieder auf den Kopf gespannt und oben im Dach habe ich die andere Osmo Action hingehängt, wo ich das Tonaufnahmegerät dran habe, weil diese hier kann nicht den Ton direkt einspeisen und ich habe leider fürs iPhone zum Aufzeichnen das falsche Kabel. Deshalb machen wir das so. Und dann habt ihr noch eine andere Perspektive. Ja, wir fahren hier mitten durchs Wohngebiet, aber werden jetzt dort hinten aufhören, weil wir haben gestern um 17.30 Uhr ungefähr angefangen und ähnlich wie bei uns ist der Ertrag in diesem Jahr hier wirklich gut. Und das hat zur Folge, dass wir hier gar nicht alles aufnehmen werden, sondern dass wir das Silo voll machen und dann der Rest in Siloballen gepackt wird. Dass der Haufen einfach nicht zu voll wird, zu hoch wird. Ja, hier sind wir ein bisschen doof mit den Autos, die am Straßenrand parken. War vorhin schon Rote Kreuz Auto, das hat ganz beschissen direkt gegenüber von einem anderen Auto geparkt. Ist mal gerade so durchgekommen. Das ist halt immer die Geschichte in den Ortschaften, ne, wo man einfach auf den Verkehr achten muss und auch die Autofahrer daran denken müssen, dass auch breitere Fahrzeuge vielleicht unterwegs sind. Ja, heute ist sogar Feiertag. Ich glaube, es ist Christi Himmelfahrt. Ich bin immer nicht so ganz im Bild. Ich freue mich, wenn Feiertag ist, aber was das genau für einer ist, habe ich meist nicht im Kopf. Und das Wetter ist wirklich jetzt schön. Ne? Hätte man das gewusst, hätten wir auch ein paar Tage später unseren ersten Schnitt machen können. Aber dann wären wir ja jetzt quasi selbst am Mähen und könnten hier nicht fahren. Das ist immer so die Geschichte. So, jetzt muss ich wieder ins Wohngebiet rein, einmal durch, dann sind wir schon beim Hof. Und dann könnt ihr auch gleich mal das Silo sehen. Steyr ist nach wie vor gemietet und sind echt froh, dass wir den haben, weil der, wie gesagt, das habe ich ja im letzten Vlog schon gesagt, mit seinem Eigengewicht einfach einfacheres Arbeiten ermöglicht. Ich glaube, jetzt habe ich den Kamerawinkel ein bisschen verstellt. Läuft denn die Tonaufnahme? Jo, läuft. Ja, der Hof, wo wir hier fahren, der heißt Bruchwiesenhof und der Ort heißt Bruchmühlbach. Wir sind hier im Bruch, das ist eine Niederung. Und hier haben wir sehr feuchten Boden, weil das hier moorig ist. Und tatsächlich habe ich mich auch gestern schon dermaßen festgefahren hier, also es war ein bisschen blöd von mir. Der Wagen war schon voller als ich dachte und dann bin ich quasi zwischen so Gräben noch mal eine Schwart lang gefahren, wo ich dachte, die geht, aber die ging nicht und dann ja, hat er es bupp gemacht und ich bin abgesackt und war versoffen. Ich habe dann noch probiert nach vorne wegzukommen, aber keine Chance. Dann haben wir mit 3 Schleppern mich rausgezogen, hat uns eine Stunde Zeit gekostet. War echt doof, ja, hatte ich auch keinen Bock drauf und ja, aber ehrlich gesagt, wir sind hier unten noch nie gefahren und dieses Jahr ist sehr feucht, also das ist hier auch nochmal bei uns oben auf dem Berg ist es mit der Hangneigung der Nervenkitzel und hier ist es quasi die Feuchtigkeit des Bodens oder die Konsistenz des Bodens,
was man stark beachten muss. Und ja, so hat jeder Standort so seine Tücken. So, jetzt fahren wir aufs Silo rauf, Lenkachse zu. So, kein Problem für den Steier. So, hier ist Dominik. So, Abladeautomatik ist an. Und dann rollen wir hier drüber. Ja, der Haufen ist schon roundabout 2 Meter hoch. Hier das Material ist relativ trocken. Gestern war es sehr feucht. Wir mischen das jetzt so ein bisschen. Und trotzdem kommen wir mit dem Schlepper hier eigentlich sehr gut hoch. Jetzt beim Abladen merkt man auch hinten richtig gerade im Wind. Da sieht man ja da, wie das trockene Gras hier lang fliegt. Da unten mit dem Luxum, das ist der Jos, der Besitzer vom Hof. Das mit der Cambridge-Walze, die er dran hat, das geht wirklich gut. Er walzt damit, das gibt eine richtig schöne glatte Oberfläche. Also der Haufen hier ist einwandfrei stabil, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, da drüber zu fahren. Den Schnellgang schon mal rein beim Abladen. Mit dem trockenen Material geht das ganz gut. Jetzt können wir langsam die Knickdrechsel ein bisschen runter machen. Und wieder ein bisschen hoch, dass die Stickstoffblase auch arbeiten kann. Nur noch gucken, dass der Wagen auch leer wird. Jawohl. So, und weiter geht's. Ich check mal gerade, ob die Position von der Kamera noch stimmt. Das geht ganz gut, indem man mit dem Handy von sich selber ein Foto macht. Nee, das war zu weit hinten. Ja, man sieht was, aber ob die Aufnahme läuft? Doch, die läuft. Jawohl. So, das ist nämlich das Gute mit zwei Kameras. Wenn ich hier den Winkel bearbeite, dann läuft die andere weiter. Ah, da fährt gerade der Schwader weg. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf der Kamera sehen könnt. Ist hier ein Vierkreisel Pöttinger vom Lohnunternehmer, der hier geschwadet hat. War ich nicht ganz so begeistert, als ich das gehört habe, weil es lädt sich echt gar nicht mal so gut. Von der Masse vom Futter her hätte es ein Mittelschwader auch getan. Der Vierkreisel, ja, gerade bei dem langen Gras, der hat das ganz schön zusammengewurschtelt. Ich denke, da kann der Fahrer auch nicht viel dafür. Aber ja, das ist halt schon ein Haufen Material, was da dann liegt. Ne? So, und wir fahren jetzt direkt hier an den Häusern in die Wiese rein. Jetzt muss ich mir das mal angucken, wo wir da lang fahren. Ah ja, okay. Da geht so eine lange Schwarte ganz nach da hinten. Und die fängt da an, dann fahren wir mal dahin. Gut. Allrad ist drin. Das ist bei diesen Wiesen hier auch ganz wichtig. Zapfwelle schalten wir ein. Ziliermittel haben wir heute keins drin. Der Jos hat auf der Cambridge-Walze einen
Kleinsamenstreuer und da hat er Silagesalz drin, also das macht er selber auf dem Silo. So, jetzt können wir hier lang feuern. Hier hat es das Ganze hoch gestanden, da geht das dann auch mit dem Vierkreiselschwad klar. Das ist halt von Wiese zu Wiese verschieden und das Gras hat ja auch unterschiedliche Konsistenzen und Qualitäten. Da merkt man das schon, auch am Material, wie gut sich das mit dem Vierkreiselschwader gemacht hat. Also beim Ackergras geht das natürlich wesentlich besser als bei einer alten Dauergrünlandnarbe. Mengele-Ladewagen fahre ich ohne Ladeautomatik, das hat keinen Wert bei dem. Kriegst den Wagen nicht gescheit voll. Und gerade wenn mal so ein Graszopf kommt in dem langen Gras hier, kann man einfach schneller reagieren. Wenn du merkst, so ein Zopf kommt, lässt du den Kratzboden ein bisschen nach hinten laufen, dass der Rotor was einfach leichter hat, das Material durchzudrücken. Weil er nicht nur schneiden muss, sondern auch pressen und dass das Pressen entsprechend dann wegfällt. Was wir auch machen, vor Kurven lassen wir auch den Kratzboden nach hinten laufen, damit einfach die Zapfwelle, die Gelenkwelle in der Kurve geschont wird. So, und jetzt haben wir hier so einen Zopf in der Kurve, wo der Vierkreiselschwad ein bisschen zu eng ist. Oh oh. Durch. Manchmal hängt so ein Grasbollen einfach nur an der Seite und braucht ein bisschen Material, das ihr mit rein nimmt. Ich muss schon wieder in den Boden laufen lassen. Hier steht echt gut Futter drauf. Wagen sogar schon voll. War das letzte bisschen, wenn wir noch drauf bekommen, aber oben quallert es schon ganz schön raus. Ungewollt, bin da nicht so der Fan von, also ich mache den Wagen eigentlich nie absichtlich übermäßig voll. Aber das Material hier ist ein bisschen trockener und länger, das drückt sich einfach schneller nach oben weg. Also so Ackergras, feuchtes Ackergras. Da hat man das Problem nicht, dass der Wagen nach oben so aufpufft. Ich meine, wir haben ja die Seile nicht drauf. Und hier bei so einem Dauergrünern, dass er schon angewelkt ist stark, hat man das eher, dass der Wagen nach oben hin gut voll ist und dann das Material oben überquallert. Ja. Ist halt so, aber... Ja. Jetzt mal den Kratzboden gerade noch ein bisschen zurücklaufen. Und dann fahren wir schon wieder zum Silo. Ja, hier sieht man das, wie gesagt, es ist hier im Vergleich zu uns, also das hier ist jetzt 5 Kilometer von uns, das ist wirklich so eine Tiefebene, das Bruch. Dieses Bruch, da ist auch oftmals viel Nebel. Das ist unter anderem der Grund, warum damals die Amerikaner ihre Militär-Airbase hier errichtet haben in Ramstein. In dieser Tiefebene im Bruch
ist oftmals ein starker Nebel. Und weil drumherum hier direkt unsere Sickinger Höhe ist, ist es damals kaum möglich gewesen, diese Basis auf dem Radar für die Feinde zu orten, soweit ich das in Erinnerung habe. Vielleicht ist einer von den Zuschauern, der es besser weiß, aber oder der sich da besser damit auskennt, aber das war ganz schwer, früher das mit dem Radar zu orten. Und deshalb haben die hier auch in diesem Bruch ihren Flugplatz oder die Militär-Airbase da errichtet. Ja, es ist wie gesagt Teller eben. Man kann wirklich schön fahren. Aber Nachteil eben die Feuchtigkeit, was ich gestern zu spüren bekommen habe. Ich werde euch da auch einfach mal ein Bild einblenden. Bei der Bergeaktion hat der Dennis sich dann quasi mit einem fast leeren Wagen auch einmal festgefahren, aber nicht so schlimm wie ich. Den hat Dominik alleine rausgezogen bekommen. Bei mir haben wir, wie gesagt, mit 3 Schleppern gezogen. Und dann war ich wieder draußen. Ja, ist doof, ja. Und die Kiste Bier geht dann auf mich. So, jetzt fahren wir hier raus. Allrad brauche ich jetzt auch keins mehr. Dann einmal unter den Bahngleisen durch. Ja, das ist auch interessant. Der Hof ist eingekesselt zwischen der Eisenbahnlinie nach Saarbrücken und der A6. Also hier fahren wir jetzt unter der ICE-Trasse durch. Die geht übrigens bis nach Paris durch. Oh, das Gras hat an der Brücke geschleift. So, und da hinten ist die A6. Also der Hof ist hier direkt dazwischen. Es sind aber viele Bäume. Ich glaube, das hört man gar nicht so stark, wenn man hier wohnt, dass man hier zwischen den Verkehrsknoten ist. So, da kommen Fahrradfahrer. Danke fürs Warten. Dennis war wohl gerade da abladen. Dann warten wir einmal kurz. Ah, der ist am Abladen. Sagen wir es mal so. So, warten wir mal kurz. Nehmen euch gerade mal mit, dann können wir beim Verteilen mal gucken. Ja, ist ein schöner Haufen. Will man natürlich genau gegen die Sonne. Oh ja, der Wagen ist gut voll. Wie gesagt, war tatsächlich gerade keine Absicht.
Ups. So, jetzt lassen wir die noch kurz walzen. Und dann fahren wir auch wieder drauf auf den Haufen. Domi macht auch gerade eine Story. So, dann wollen wir mal hochschießen hier. Wir haben den Haufen, glaube ich, 10 Meter breit gemacht, sogar oder noch ein klein bisschen breiter. So kann sogar Dominik hier beim Abladen immer noch walzen. Ich muss jetzt auch gleich gucken. Die Speicher, der interne Speicher von der Kamera, die den Ton aufnimmt, der wird gleich voll sein. Und dann denke ich auch, dass ich mich gleich verabschieden werde von euch. Das sind ja doch immer schnell 20 Minuten, 30 Minuten, wenn man da ein, zwei Fahrten macht. So, das Material ist auch feuchter, das merkt man. Ich weiß nicht, ob ihr es durch die Scheibe erkennen könnt, wahrscheinlich eher nicht. Also ich muss mich zurücklehnen, um zu sehen, ob der Wagen leer wird. So, ja, nächste Wagen abgeladen schon,
Also man kriegt hier wirklich gut was geschafft, weil hier ganz viele Flächen direkt in den Hof sind. Der hat hier 47 Hektar, glaube ich, gemäht. Und ja, das ist hier total viel hofnah. Und da kriegt man halt auch richtig was geschafft. Ist wenig auf der Straße, viel am Laden. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat mit dem CapView-Vlog hier. Wenn wir das öfters machen sollen, dann schreibt es uns doch unten in die Kommentare rein. Ja, freuen wir uns wie immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.